Hallo Judith, schön, dass du bereit dazu bist hier, dass wir miteinander reden können über die Situation für Geflüchtete in Italien, gerade auch im Süden. Wäre schön, wenn du als erstes mal so ganz bisschen was zu dir und zu deiner Arbeit dort erzählen würdest. Okay, ja, ich arbeite für Borderline Europe, wo der Hauptsitz ja in Berlin liegt, aber ich bin seit 2009 halt in der Außenstelle Sizilien. Und was wir dort machen, ist letztendlich ein Monitoring der Grenzsituation. Sprich, was passiert mit den Geflüchteten, die Ankünfte, die Unterbringung. Und ich versuche natürlich auch einen Blick auf Italien zu haben, was aber aufgrund der geografischen Ausdehnung Italiens nicht ganz so einfach ist. Du hast ja schon ein bisschen so angedeutet, die Situation gerade auch im Süden von Italien, Sizilien, Lampedusa, da wo die Menschen ankommen, die entweder mit eigenen Booten es schaffen oder aber gerettet werden, im Mittelmeer dahin gebracht werden. Wie ist denn dann die Situation für die Leute, wenn sie da ankommen? Sind sie gerettet und alles ist gut? Vielleicht müssten wir einen ganz kurzen Schritt zurück machen, denn das mit dem Retten ist schon ein Riesenproblem. Also derzeit liegen ja faktisch alle zivilen Seenotrettungsschiffe fest. Sprich, die politische Linie ist, Seenotrettung soll nicht sein. Das heißt für uns, ich bin auch Teil des Alarmphones, das heißt für uns, für unsere Fälle, jedes Mal ein Kampf um Rettung von Menschenleben. Und das ist wirklich richtig übel. Dann werden sie vielleicht gerettet. Manche kommen auch selber an. Sie werden nicht gerettet, sondern schaffen es tatsächlich durch, auch von Libyen, nicht nur von Tunesien, bis Lampedusa. Gab viele Ankünfte auf Lampedusa, was eine so kleine Insel natürlich komplett überfordert. Das heißt, wir sprechen dann von mehr als 1000 Leuten im Hotspot. Also es waren 954, als ich die letzte Zahl gesehen habe. Da kommen die nicht hinterher und der Hotspot hat 96 Plätze. Also es ist unmöglich. Und es ist natürlich in Zeiten einer Pandemie auch richtig Mist, weil du müsstest jeden testen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das schaffen. Und dass die Inselbevölkerung natürlich dann Panik kriegt, ist jetzt nicht ganz so verwunderlich. Das heißt, ich will damit nicht sagen, die Leute sollen nicht ankommen, sondern das Wie muss geändert werden. Tunesische Geflüchtete sind natürlich meistens aufgrund ihrer Nationalität nicht gewollt. Sprich, die versucht man so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Die stehen also gleich auf der Abschussliste. Entweder sie kommen in ein Abschiebungshaftzentrum, aber da die alle mehr oder weniger geschlossen sind, also im Moment haben wir auf Sizilien nur Caltanissetta, glaube ich, noch offen, Trapani ist zu, heißt das, die werden letztendlich mit einer Ausreisebescheinigung auf die Straße gesetzt. Das heißt, der italienische Staat macht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er tun müsste, um diese, wenn wir jetzt von Corona reden, um das einzudämmen. Eigentlich sollen sie in Quarantäne, eigentlich werden sie auf Fähren gestopft oder ähnliches, dort unter Bedingungen, die aber eine Ausbreitung nicht eindämmen, sondern siehe Kreuzfahrtschiff, die ja vielleicht sogar eher Gegebenenfalls. befördern. Wenn sie an Land kommen, kommen sie in Hotspots, die total überfüllt sind. Und selbst da gibt es noch welche, denen geht es, könnte man fast sagen, noch schlimmer, weil die werden einfach auf die Straße gesetzt und können sehen, wo sie bleiben. Also quasi illegalisiert und damit ohne jegliche medizinische irgendwas, Versorgung, Betreuung oder irgendwas. Trifft es das so Ja, ungefähr? das trifft es so ungefähr und natürlich werden die auch in andere Heime. Es gibt auf Sizilien, das gehört zum Landkreis von Agrigento, da gehört Lampedusa dazu, werden sie in eine Unterkunft gebracht, wo sie auch festgehalten werden. Aber auch das sind natürlich zu viele. Und die Frage ist, wie ist die Versorgung dort? Keine ordentliche Sozialarbeit. Das Gesetz wurde ja geändert, schon unter Salvini. Dementsprechend ist eigentlich nur noch Dach über dem Kopf und Bett. Und gegebenenfalls auch was zu essen, ja. Aber sonst gibt es ja faktisch nichts mehr. Keine Sozialarbeit mehr, keine psychologische Betreuung. Und gerade die Menschen, die aus Libyen kommen, brauchen natürlich psychologische Betreuung. Wie hat sich denn das Verhältnis der Leute, die dort leben, wie hat sich denn das Verhältnis von denen oder hat sich das Verhältnis von denen gegenüber den geflüchteten Menschen, gegenüber den ankommenden Menschen, hat sich das geändert seit und durch Corona? Lampedusa ist natürlich ein Spezialfall, weil es ist einfach geografisch der erste Anlaufpunkt und damit haben sie halt die miese Karte gezogen. Sie sind es halt immer. Die Leute kommen einfach da an, weil das der erste Felsbrocken ist, wo man eben anlanden kann. Das ist schon lange ein Problem für die Lampedusaner. Die können damit nicht so gut. Also Lampedusa ist eine sehr schwierige Situation. Auf Sizilien hat der Rassismus schon zugenommen.
In letzter Zeit wird es aber massiver. Also ich denke schon, dass Corona auch was gemacht hat. Wir hatten in Italien, ja, das darf man nicht vergessen, einen richtigen Lockdown. Das heißt, wir durften faktisch nicht raus. Das ist mit Deutschland nicht zu vergleichen, was dort passiert ist. Und das zeigt sich jetzt, glaube ich, wo sie wieder versuchen, normal zu leben, umso mehr. Da kommen Leute an, die könnten uns die Krankheit ja wiederbringen. Okay. Die Angst ist groß. Das könnte man wunderbar im Griff haben, wenn man das ordentlich machen würde. Ne? Also die Ankünfte ordentlich logistisch einfach das ordentlich organisieren würde. Dann braucht auch keiner Angst haben. Wenn ich da auf Sizilien sitze oder auf Lampedusa und mal den Blick nach Norden richte, was ist denn da eigentlich der Wunsch oder die Erwartung? Ja, das, was für Griechenland zählt, zählt für Italien natürlich auch. Die Umverteilung muss funktionieren. Und die Umverteilung muss so funktionieren, dass es den Leuten auch gerecht wird. Aber das darf nicht dazu führen, dass das nicht funktioniert, darf nicht dazu führen, dass ich nicht mehr rette. Vielen Dank. Bitte.